Shakespeare-Stücken herrscht ein gewisser Kosmos. Und Shakespeare benutzt eigentlich in allen seinen Stücken immer drei Hauptthemen. Das ist die Liebe, das ist die Macht und das ist der Tod. Bei Macbeth hat er sehr viel Tod hineingemischt. Und wir haben eines der schwärzesten, dunkelsten, nihilistischsten Tragödien von Shakespeare zu tun. Ein siegreicher Macbeth kommt aus einer Schlacht mit seinem Freund Benko, läuft durch einen Wald und es erscheinen Hexen und sie prophezeien ihm, dass er König von Schottland werden wird. Zeitgleich prophezeien sie aber Benko, dass seine Nachfahren auch Könige sein werden. Und gleich zu Beginn legt hier Shakespeare einen Konflikt zwischen zwei Freunden dar. Lady Macbeth, eine sehr starke Frauenfigur mit einer ausgesprochen extrovertierten Persönlichkeit, wünscht sich ihren Mann als König. Macbeth, der am Anfang eher in sich gekehrt war, wird immer extrovertierter, immer brutaler. Und die Brutalität und dieser Fatalismus hat etwas damit zu tun, dass die Aufgabe, die er hat, für ihn zu groß ist. Wenn man dieses Amt hat, was macht man mit diesem Amt? Da gibt es keine Vision, keine Utopie. Sind sie von dem Amt überfordert. Aus Überforderung entsteht Angst. Aus Angst entsteht Wut, Brutalität, Fatalismus. Drei Hauptfiguren, Macbeth, Lady Macbeth und die Hexen. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es eine fremde, unantastbare, geheimnisvolle Welt bleiben muss, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Sie sind alles und sie sind nichts. I think generally in Verdi the most important things is that Schauspiel and music going together. You cannot listen Verdi without a stage. The fantastic of Verdi, you can feel the dust of the stage, and for that reason Verdi is great. He knows what Verdi needs in the music, and when he conducts, he gives really a big support to the singers physically. You can actually feel all the tension and all the support from how he moves. And I find that incredible because his body language is just so clear and so supportive to follow. And for a singer, it's really wonderful. You can just look at him and you can fly in the music. In Verdi operas, the choir is really very important. And what I find the most exciting thing about it is the women choir gets a lot of parts to play. Normally in other operas, we never have a chance to shine as much as the men. And finally, we can be witches, we can be naughty on stage, we can play and we can sing so much. And finally, we have a place in the opera. For decor, we have a ramp on stage. We have to try to slip into the stage sometimes and climb back. Of course, that adds a bit of difficulty physically. So it's kind of in a shape that you can create a lot of imaginations. Ich finde eine Sache, ich finde viele Dinge an Henrik Ahrs Bühnenbild großartig. Eine Großartigkeit finde ich, dass man das Gefühl hat, dieses Becken, das er gebaut hat, man hat das Gefühl, dass der Hexenkessel, der im dritten Akt beschrieben wird, von Anfang an da ist. Also die ganze Geschichte, könnte man sagen, spielt eigentlich in einem Hexenkessel. Und das ist etwas, was ich sehr mag, weil es sehr ausgestellt ist, weil es bestimmte Verrücktheiten erklären kann. Die Liebe spielt eine kleine Rolle. Es gibt kein einziges Liebesduett. Ja? Dafür haben wir ein Vendetta, ein Rache-Duett mit den beiden.
Sehr wahrscheinlich hatten beide ein Kind, ein Säugling, was sehr, sehr früh auf irgendeine dramatische, tragische Weise gestorben ist. Sie sind kinderlos geblieben und das ist ein Trauma in ihrer Beziehung. Aber durchaus ist die Liebe spürbar. Und zwar gegen Ende des Stückes ist das spürbar, dass die beiden sich tatsächlich geliebt haben. The aria of Macbeth at the end, Pietà rispetto amore, when he's asking, you know, sorry, I did a mistake. When finally an introspective human part is coming a lyrical, because everybody has inside ourselves a lyrical part, and it's coming almost a time when we are alone. It's difficult to share with other people.